Vielen Dank, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Frau Kollegin Chau. Ist noch beschäftigt. Ich musste eben zweimal zur Anzeigentafel gucken, für welche Fraktion Sie sprechen. Sie haben ja gesagt, Sie wollen die Bildung finanzieren über eine Vermögensabgabe, also den vermeintlich Reichen in die Tasche greifen, um die Schulen auskömmlich zu finanzieren. Ich glaube, die Linke ist doch erst noch dran nach Ihnen, aber jetzt haben Sie das schon gefordert. Meine Damen und Herren, Vermögensabgabe ist das Falsche. Sie müssten nur mal die Prioritäten richtig setzen. Und darf ich Sie daran erinnern, es war Ihr Kanzler, der hier in diesem Hohen Hause praktisch über Nacht 100 Milliarden aus dem Hut gezaubert hat für Waffen. Warum können wir denn nicht für Bildung auch mal ein paar Milliarden aus dem Hut zaubern, meine Damen und Herren? Und ich will Ihnen noch was sagen. Wenn Sie mal rausgucken in dieses Land, werden gerade in Rekordzeit teilweise sogar auf dem Gelände von Schulen, in den Hinterhöfen, Vorhöfen, überall in Parks, werden in Windeseile Heime für Migranten aus dem Boden gestampft. Warum war es all die Jahre nicht möglich, in unsere Schulen zu investieren? Wir haben einen Rückstau von 40 Milliarden, was die Schulsanierung anbelangt. Und das ist ein Skandal, meine Damen und Herren. Und man muss sich schon fragen, angesichts dieser Zahlenverhältnisse, das sehen die Bürger ja draußen, muss man sich schon fragen, was sind Ihnen unsere Kinder eigentlich wert? Ja, Sie reden und reden. Auch der Kollege von der FDP hat gesagt, na ja, bevor wir hier Geld in die Hand nehmen, müssen wir erst mal darüber reden, was Bildung denn überhaupt ist und wie wir das alles machen. Meine Damen und Herren, wir haben schon lange genug und viel genug geredet. Wir müssen endlich handeln und die Probleme vor Ort lösen. Und so komme ich jetzt auch mal zu dem Vorschlag der Linken. Die haben ja dankenswerterweise hier tatsächlich ein Problem adressiert, das wirklich auch besteht. Nur die Lösungskonzepte, die Sie vorschlagen, die sind natürlich dann bei der näheren Betrachtung schon wieder problematisch. Und es wundert mich auch nicht, sehr geehrte Frau Gulke, dass Sie leider nicht wollten, dass man unsere Anträge, die ja gut gepasst hätten dazu, da ist sogar Schulen am Limit, nicht Bildung am Limit, Sie wollten nicht, dass wir die dazustellen. Wundert mich nicht, dass Sie hier den direkten Vergleich scheuen. Sie fordern Gender und Ganztag. Sie schicken die Schüler alle miteinander gerne auch mal während der Unterrichtszeit, das finden die Grünen natürlich ganz toll, zur Klimademo oder zur Demo Kampf gegen Rechts oder für mehr Demokratie, wie das dann immer als Scheinetikett genannt wird, gerne während der Unterrichtszeit. Sie wollen Noten abschaffen, möglichst bis zur 8. Klasse. Sie wollen das Bildungsniveau absenken. Sie haben ein Problem mit Leistung und Wettbewerb, siehe Bundesjugendspiele und so weiter und so fort. Wir hingegen fordern endlich wieder eine Konzentration auf das Kerngeschäft, bevor Sie all diesen Quatsch veranstalten. Sorgen Sie doch bitte dafür, dass unsere Kinder wieder lesen, schreiben und rechnen lernen. Und dazu gehört natürlich auch die Wiederherstellung der Autorität der Lehrer und der Disziplin an unseren Schulen. Beides für Sie natürlich Reiz- und Fremdwörter. Das ist schade und ein Teil des Problems. In der Tat, meine Damen und Herren, der Lehrermangel ist dramatisch. Es fehlen rund 50.000 Lehrer. In Berlin sind inzwischen 2/3 aller neu eingestellten Lehrer gar nicht mehr vom Fach. Sie haben keinen Abschluss, der adäquat wäre und so weiter. Das Problem wird verschärft natürlich durch die Flüchtlinge aus der Ukraine. Über 200.000 sind gekommen. Und natürlich auch durch ihre ungesteuerte, ungeregelte Migration. Diese Kinder sind schulpflichtig, und sie tun so, als könnte man sie einfach mal so in die Regelklassen mit hineinquetschen. Wer für offene Grenzen hier plädiert, der muss auch sagen, wie das funktionieren kann, ohne dass es auf Kosten unserer Kinder geht. Was Sie hier machen, ist furchtbar und schrecklich. Sie versündigen sich an unseren Kindern. Sie haben das Problem erst entstehen lassen, und wir müssen dringend anfangen, es zu lösen. Wir brauchen Remigration, wir brauchen mehr Lehrer, das ist richtig. Aber mit Ihnen wird das alles nichts werden. Das ist schade. Danke. Nächste Rednerin ist die Kollegin Nina Stahr, Bündnis 90 Die Grünen.